Wir werden jetzt auch nicht länger warten, sondern geben zurück in den Bundestag zum vorletzten Sitzungstag sozusagen dieser Legislaturperiode. Und das Ganze kommentiert mein Kollege Claudius Grünert. Summen modernisiert werden müssen. Und niemand glaubt doch, dass... Ja, wir sind live zurück hier im Hohen Haus. Die Abgeordneten debattieren über Abrüstungspolitik. Dazu liegen vor mehrere Anträge von der Linken und den Grünen, die also die Abrüstung begrenzen wollen auf verschiedene Arten und Weisen. Und es liegen vor Berichte der Bundesregierung zum Stand der Rüstungskontrolle und Abrüstung aus mehreren Jahren. Im Plenum spricht Agnieszka Brugger, Bündnis 90, die Grünen-Sprecherin für Sicherheitspolitik und Abrüstung ihrer Fraktion. Ihre Blockadehaltung bei dem breiten internationalen Prozess zum Verbot von Atomwaffen. Es gibt eine Reihe von internationalen Verträgen, die besonders grausame Waffen wie Streumunition, wie Landminen, wie biologische oder chemische Massenvernichtungswaffen ächten. Es fehlt unter Ihnen aber doch besonders einer, ein Verbotsvertrag über Atomwaffen, die barbarischste und grausamste Waffe, die die Menschheit je erfunden hat. Und weil die Atomwaffenstaaten ihren jahrzehntelangen Abrüstungsversprechen nicht nachgekommen sind, hat sich eine überwältigende Mehrheit von über 120 Staaten bei den Vereinten Nationen auf den Weg gemacht, einen historischen Schritt gemacht und Verhandlungen über einen solchen Verbotsvertrag auf den Weg gebracht. Die Bundesregierung, sie redet gerne von einer atomwaffenfreien Welt. Sie spricht davon, dass man die internationalen Organisationen stärken soll, und sie kündigt eine neue deutsche Verantwortung in der Außen- und Sicherheitspolitik an. Das hier wäre die Gelegenheit gewesen, all diese drei Versprechen einzulösen. Doch was tut die Bundesregierung? Sie nimmt nicht einmal als Beobachter an diesen Verhandlungen teil und stiehlt sich aus der Verantwortung, und das ist doch ein großes Versäumnis und ein großer Fehler. Die Bundesregierung hat ja auch gar nicht Unrecht, wenn sie als Problem benennt, dass die Nuklearwaffenstaaten nicht mit dabei sind. Aber statt den Staaten, die sich für einen Verbotsvertrag engagieren, vorzuwerfen, dass sie der Abrüstungspolitik schaden, sollte die Bundesregierung doch lieber die Nuklearwaffenstaaten dafür kritisieren, dass sie, um ihre eigenen Privilegien und Interessen zu schützen, sich diesem historischen Prozess verweigern. Und hier sollte man sich eben nicht mutlos hinter den Atomwaffenstaaten verstecken, weil das an der Stelle einfach nur ein außenpolitisches Armutszeugnis ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch ein anderes Argument der Bundesregierung entlarvt sich da sehr schnell. Auch bei den Verbotsverträgen zu Streumunition und Landminen waren nicht alle Staaten von Anfang an dabei. Trotzdem sind sie heute wichtige Meilensteine der internationalen Abrüstungspolitik geworden. Ja, die Verträge haben leider nicht dazu geführt, dass diese schrecklichen Waffen, die besonders die Zivilbevölkerung treffen, gar nicht mehr eingesetzt werden. Aber heute sind viele Staaten diesen Verträgen beigetreten. Es müssen auch noch mehr werden. Es wurde neues Recht geschaffen. Das hat Wirkung gezeigt, und der Einsatz dieser Waffen ist drastisch zurückgegangen. Die Bundesregierung war auch damals skeptisch und zögerlich, hat am Ende aber doch mitgemacht. Dass seit 2015 alle Streumunitionsbestände der Bundeswehr mittlerweile vernichtet sind, das ist ein gutes Zeichen. Trotzdem ist auch hier in Deutschland noch nicht alles gut, wenn es um Streumunition und Landminen geht. Es kann doch nicht sein, dass die Lagerung, die Herstellung und die Entwicklung von Streumunition und Landminen verboten sind, es hierzulande aber erlaubt ist, dass zum Beispiel auch im Rahmen von Fonds, im Rahmen der Riester-Rente in Firmen investiert werden darf, die diese grausamen Waffen herstellen. Damit dafür ein für allemal Schluss ist, haben SPD, Linke und Grüne letzte Legislaturperiode einen gemeinsamen Antrag ein konsequentes Investitionsverbot gefordert. Wir stellen heute diesen Antrag noch mal wortgleich zur Abstimmung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, ich appelliere an Sie, stimmen Sie zu, damit sich hier endlich etwas verbessert und diese zynische Praxis beendet wird. Meine Damen und Herren, die weltweiten Militärausgaben sind im letzten Jahr gestiegen. Auf 1,6 Billionen US-Dollar haben die Regierung ausgegeben, um ihre Waffenarsenale auszurüsten und noch schlagkräftiger zu machen. Allein 10% würden ausreichen, um Armut und Hunger auf der Welt zu bekämpfen, und dort wären diese Gelder eindeutig besser investiert.
Aber statt sich dafür einzusetzen, folgt die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen lieber dem von Trump ausgegebenen Ziel, dass alle NATO-Mitgliedstaaten möglichst schnell 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Militär ausgeben sollen. Das kommt einer Verdoppelung des Verteidigungsetats von heute gleich auf die gigantische Summe von 70 Milliarden Euro. Mehr Geld für Militär und Rüstung, das verengt die sicherheitspolitische Debatte doch auf das rein Militärische. Und darüber gerät einmal mehr all das, was wirklich mehr Sicherheit schafft und Konflikte nachhaltig löst, erst recht aus dem Blick. Es ist auch viel Geld, das eindeutig besser investiert wäre in Klimaschutz, in Bildung und in zivile Krisenprävention. Das Schlimmste an dieser Debatte ist aber, dass sie blind für die Gefahren sind, die mit diesen Aufrüstungsplänen verbunden sind. Natürlich werden auch andere mit Aufrüstung reagieren, und am Ende schafft das in der Konsequenz nicht mehr Sicherheit für uns, sondern mehr Unsicherheit für alle. Dass mehr Rüstung automatisch mehr Sicherheit bedeutet, das ist eine falsche, eine trügerische und eine gefährliche Gleichung. Dafür verabschieden Sie sich endlich von diesem irrsinnigen 2%-Ziel. Und meine Damen und Herren, großen Schaden nicht nur für die Abrüstungspolitik, sondern auch für Menschenrechte, Frieden und Sicherheit richtet Schwarz-Rot vor allem mit den deutschen Waffenexporten an. Noch nie wurden in der Geschichte der Bundesrepublik so viele Rüstungsexporte genehmigt, noch nie solche Rekordwerte der Verantwortungslosigkeit verzeichnet. Sie haben Waffen an Regime geliefert, in denen Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Sie haben Waffen an Kriegsparteien genehmigt. Staaten wie Saudi-Arabien und Katar mit Waffen zu beliefern, das hat nichts, aber auch wirklich rein gar nichts mit Sicherheitspolitik zu tun. Und es muss endlich Schluss sein, dass Rüstungsexporte genehmigt werden auf Kosten von Frieden, von Sicherheit und von Menschenrechten. Meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der die internationale Friedensordnung unter Beschuss gerät, in der Aufrüstungsspiralen zunehmen, in der Krisen sich verschärfen, Fluchtbewegungen zunehmen und nationalistischer Egoismus auf dem Vormarsch ist, da braucht es konsequente Abrüstungspolitik und Rüstungskontrolle mehr denn je. 4 Jahre Schwarz-Rot, das waren 4 verlorene Jahre für die Abrüstungspolitik. Höchste Zeit für eine Bundesregierung, die mehr Einsatz und mehr Mut für Frieden und Sicherheit zeigt. Vielen Dank. 4 verlorene Jahre für die Abrüstungspolitik. Das Urteil von Agnieszka Brugger, Bündnis 90 Die Grünen, nach ihr jetzt Staatsminister Michael Roth aus dem Auswärtigen Amt. Er gehört der SPD an. Ich will mich sehr gerne den guten Wünschen für Herrn Hochbaum und für dich, lieber Wolfgang, anschließen. Auch dein heutiger Beitrag hat gezeigt, dass wir in seltenen Fällen übereinstimmen. Aber wir haben das immer in großem Respekt ausgetragen. Und ich finde, das zeichnet unsere Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker doch in hohem Maße aus, dass sie immer wieder auch bereit sind, eine, finde ich, vorbildliche Streitkultur zu pflegen. Und für manchen Rat, du wirst dich erinnern, möchte ich dir heute noch danken. Ich bin auch froh, dass du an einen Punkt erinnert hast, der uns alle hier im Saale eint. Wir haben in einem Punkt doch die richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen, aus Faschismus, aus Holocaust, aus furchtbaren Kriegen, die wir zu verantworten haben, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes von uns allen hier im Bundestag, auch in der Bundesregierung, ein besonders hohes Maß an Einsatz für Frieden, Versöhnung und Verständigung erwarten. Und darauf bin ich sehr stolz, auch wenn es mir, Frau Brugger, durchaus auch in den vergangenen Jahren nicht immer ganz leicht gefallen ist, schwierige und komplexe Sachverhalte zu erläutern. Und Sie haben ja einen aus meiner Sicht ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, auf den ich gleich auch noch mal zu sprechen komme, nämlich die Initiative aus der internationalen Gemeinschaft, sich für ein weltweites Verbot von Atomwaffen einzusetzen. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass der Einsatz für den Frieden das eine, aber die Verpflichtung der Demokratien, sich wehrhaft zu zeigen, eben das andere ist. Und die Entwicklung in den vergangenen Jahren war alles in allem mehr als besorgniserregend. Und der Einsatz für Abrüstung ist
vermutlich noch nie so mühsam und so beschwerlich gewesen wie derzeit, seit dem Fall der Mauer, seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes und seit der Wiedervereinigung Deutschlands und Europas. Die Sicherheitslage hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert. Nicht nur durch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, nicht nur durch die militärischen Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine. Wenn ich mal alleine unsere europäische Nachbarschaft mir vor Augen führe, mit den viel zu vielen bewaffneten Konflikten, nicht zuletzt in Syrien, denen Tausende von Menschen zum Opfern fallen, dann kann ich nur eines sagen: Die in Jahrzehnten gewachsene Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur steht unter einem massiven Druck, und dem müssen wir uns entschieden stellen. Und deshalb habe ich im Gegensatz zu Ihnen doch auch eine ganze Reihe von Punkten zu benennen, wo auch wir uns als Bundesregierung engagiert und in besonderem Maße verpflichtet haben. Ich erinnere mal daran, dass wir Mitte 2016 eine neue Initiative für einen umfassenden Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle in Europa ins Leben gerufen haben. Und diese neue Initiative ist auf große Unterstützung auch in der Europäischen Union gestoßen. Und wir haben während des deutschen OSZE-Vorsitzes 2016 zumindest im Konsens einen Dialog vereinbart. Wir wollen uns zunächst den grundsätzlichen Bewährungsproben für unsere gemeinsame Sicherheit in Europa zuwenden. Und darauf wollen wir dann auch aufbauen, um Grundlagen für die so schwierigen Fragen der Rüstungskontrolle zu schaffen. Ja, das ist noch nicht genug, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und nun komme ich noch mal zu der Initiative, die Frau Brugger eben auch noch mal benannt hat. Ich habe selbst, das muss im April 2015 gewesen sein, in New York an der Konferenz der Vereinten Nationen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen teilgenommen. Es ging um die Weiterentwicklung des Nichtverbreitungsvertrages NVV. Leider ist uns am Ende dieser sehr langen und auch sehr kontrovers ausgetragenen Konferenz nicht gelungen, ein ambitioniertes Abschlussdokument zu unterzeichnen. Und das ist unbefriedigend. Ja, Frau Brugger, da mag es richtig sein, dass es manchmal einfacher fällt, sich mit Gleichgesinnten zusammenzusetzen und sich über die Zustände dieser Welt zu empören. Ich werbe aber dafür, gerade bei der Debatte über eine Welt ohne Atomwaffen, die an den Tisch zu holen, in deren Besitz diese furchtbaren Waffen sind. Nur so lassen sich überhaupt Fortschritte erzielen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und beharrliche Diplomatie kann sich am Ende eben auch auszahlen. Ich will deshalb auch noch mal an den Iran erinnern. Nach mehr als 10 Jahren schwieriger Verhandlungen haben wir es gemeinsam mit der Europäischen Union, mit den USA, mit Russland, mit China, Frankreich und Großbritannien erreichen können, Iran den Weg zur Atombombe dauerhaft und nachprüfbar zu verschließen. Und kürzlich hat die Internationale Atomenergieorganisation nochmals bestätigt, Iran hält seine nukleartechnischen Verpflichtungen aus der Wiener Vereinbarung bislang ein. Ja, wir arbeiten am Ziel einer Welt ohne Atomwaffen. Aber daher müssen wir uns auch unter schwierigen Umständen, auch gerade jetzt im Angesicht der vielen aktuellen Konflikte und Krisen, für neues Vertrauen, neue Initiativen und für neuen Mut bei der Abrüstung einsetzen. Und es gab ja durchaus auch Fortschritte. Die nuklearen Arsenale aus der Zeit des Kalten Krieges sind seit den späten 1980er Jahren um fast 90% reduziert worden. Aber um unser Ziel einer nuklearfreien, waffenfreien Welt zu erreichen, müssen in erster Linie die Nuklearwaffenstaaten bereit sein, diesen Weg auch mitzugehen. Und dabei brauchen wir mehr Entschlossenheit in Russland, mehr Entschlossenheit in den Vereinigten Staaten, mehr Entschlossenheit in China, aber auch in Frankreich und in Großbritannien. Und weil es so schwierig ist, bleiben wir deshalb auch dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verpflichtet. Das ist die Basis für alle unsere Bemühungen bei der Abrüstung im nuklearen Bereich. Und wir sehen die große Gefahr, dass die Bedeutung des alles in allem erfolgreichen Vertrags mit seinen Instrumenten und Verbindlichkeiten durch ein Nuklearwaffenverbot
gegebenenfalls relativiert werden könnte. Denn seit dem Inkrafttreten dieses Vertrags 1968 ist es uns gelungen, zahlreiche Staaten davon abzuhalten, sich nuklear zu bewaffnen. Und zum Teil haben wir sogar einige davon überzeugt, Nuklearwaffen abzubauen. Und nun will ich noch zu den weiteren Gravamina kommen. Nordkorea. Nordkoreas Atomraketenprogramm wird immer mehr zu einer Bedrohung für den Weltfrieden. Nordkorea ist der einzige Staat im 21. Jahrhundert, der Atomtests durchführt. Allein zwei in den vergangenen Monaten. Und in dieser brandgefährlichen Lage muss das vom UN-Sicherheitsrat und der EU beschlossene harte Sanktionsregime konsequent umgesetzt werden. Und völlig inakzeptabel, ja barbarisch, ist der wiederholte und fortdauernde Einsatz chemischer Waffen in Syrien und im Irak. Diesem widerlichen Tabubruch müssen wir entschieden begegnen, mit klaren Konsequenzen für die Verantwortlichen. Und auch deshalb unterstützen wir die Untersuchungsgremien der Vereinten Nationen und des OVCW mit Personal, aber auch mit Geld. Und zu den größten Gefahren für den Weltfrieden gehört es, dass Massenvernichtungswaffen in die Hände von Terroristen gelangen könnten. Und auch hier will ich auf eine unserer Initiativen hinweisen. Wir haben im Falle Libyens im vergangenen Jahr uns an einer internationalen Operation beteiligt, die Restbestände an chemischen Substanzen aus dem libyschen Chemiewaffenprogramm außer Landes zu bringen und damit den Zugriff und dies damit dem Zugriff der Terrororganisation IS zu entziehen. Ich will auch noch darauf hinweisen, das ist auch schon angesprochen, dass nach wie vor Streumunition in Konflikten, etwa in Syrien und in Jemen, eingesetzt wird. Das ist ganz furchtbar. Und wir müssen endlich diese Waffenart weltweit ächten und verbieten. Auch hier strengen wir uns besonders an, liebe Frau Brugger, und haben deshalb im September vergangenen Jahres für ein Jahr den Vorsitz der Streumunitionskonvention übernommen. Und genauso brauchen wir auch bei den sogenannten letalen autonomen Waffensystemen, wir sprechen ja oft über Drohnen, brauchen wir eine Regelung. Wenn Entscheidungen über Leben und Tod ohne menschliche Einflussnahme von Algorithmen getroffen würden, so wirft das ganz schwierige ethische, völkerrechtliche und politische Fragen auf. Und deshalb bin ich auch ein bisschen stolz darauf, dass uns zumindest unter deutscher Verhandlungsführung gelungen ist, sich auf ein Mandat für eine Gruppe von Regierungsexperten zu verständigen, die möglichst rasch klären sollen, wie wir im Rahmen des VN-Waffenübereinkommens zu verlässlichen und verbindlichen Regeln kommen. Ihnen allen, in allen Fraktionen, möchte ich dabei für Ihren couragierten, auch kritischen Einsatz bedanken. Und wir im Auswärtigen Amt würden gerne unsere Arbeit für mehr Frieden und Abrüstung fortsetzen. Da gibt es noch ein paar Bedingungen zu erfüllen. Helfen Sie uns dabei. Vielen Dank. Michael Roth war das, Staatsminister im Auswärtigen Amt, mit einer Tour durch die verschiedenen Probleme der Abrüstungsfragen. Am Anfang sehr bemerkenswert mit einem Gruß an Wolfgang Gerke, Außenpolitiker, Rüstungspolitiker der Linksfraktion. Das ist natürlich eine alte Gegnerschaft, aber Michael Roth hat ihm hier seinen Respekt ausgesprochen. Weiter geht es in der Debatte jetzt mit Ingo Gädichens für die CDU-CSU. Sicherlich nicht helfen werden, die uns ein wenig Zeit rauben und die erkennbar das Ziel verfolgen, die eigene Wählerklientel zu befriedigen. Nach dem Motto, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, haben Ihre Anträge, insbesondere der Antrag Abrüstung jetzt und hier beginnen, herzlich wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Ihr nahezu verblendeter Aktionismus versucht, den Menschen in der Republik Sand in die Augen zu streuen und lässt jeglichen Bezug zur Wirklichkeit vermissen. Meine Damen und Herren, der Antrag ist ein linksideologisches Thesenpapier vom Feinsten. Wenn Sie darin schreiben, dass Deutschland seinen Machtoptionen auch militärisch Weltgeltung verschaffen wolle, dann ist das mit Verlaub ziemlicher Unsinn. Und ich frage mich, welchen ideologischen Unterbau Sie haben, um diesen Blödsinn selbst zu glauben. Deutschland muss als eine der größten und einflussreichsten Volkswirtschaften Verantwortung übernehmen. Und dazu zwingt uns die aktuelle Sicherheitslage in der Welt.
Sie von den Linken verkennen, dass die Bundesrepublik Deutschland niemals Alleingänge unternimmt, sondern gerade beim Einsatz militärischer Mittel immer im Bündnis multilateral handelt. Ihre konstruierten Vorwürfe sind deshalb inhalts- und haltlos. Meine Damen und Herren, wir rüsten nicht auf. Wir schließen Lücken bei der notwendigen Ausrüstung der Bundeswehr zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten. Auch hier läuft Ihr Antrag an der Realität vorbei. Wer wie Sie von Aufrüstung spricht, ganz ehrlich, hat keinen blassen Schimmer von einer intelligenten, vernetzten Außen- und Sicherheitspolitik. Auch wenn Sie schreiben, dass Deutschland Teil einer Eskalationsspirale sei, muss man ehrlich am Verstand derer zweifeln, die diesen Antrag verfasst haben. Sie gehen mit keinem Wort, mit keinem Wort auf die größte sicherheitspolitische Herausforderung Europas seit dem Ende des Kalten Krieges ein. Sie blenden die russische Annexion der Krim und das völkerrechtswidrige Verhalten einfach aus. Stattdessen verkehren Sie die Vorzeichen um und werfen Deutschland vor, an vielen der Kriege direkt oder indirekt beteiligt zu sein. Ihre Anträge überschreiten gleich mehrfach die Schmerzgrenze rational denkender Außen- und Sicherheitspolitiker. Auch Ihre Einlassung zu Rüstungsexporten der nuklearen Teilhabe Deutschland sind höchst undifferenziert. Meine Damen und Herren, die Linke zerlegt sich selbst, wenn sie Fakten auslassen oder weglassen. Ich weiß, das können Sie gut, nur Glaubwürdigkeit sieht wahrlich anders aus. Auch Ihrem Antrag, keine Orientierung am 2%-Ziel der NATO, nur mal am Rande bemerkt, 2004 von Rot-Grün als Zielmarke beschlossen. Deshalb wunderte ich mich eben über die Einlassung von Frau Brugger. Auch diesem Antrag fehlt jede inhaltliche Begründung. Und zu den gemeinsamen Anträgen der Fraktionen Die Linke und der Grünen bezüglich der nuklearen Teilhabe und über Verhandlungen zum Atomwaffenverbotsvertrag ist Folgendes zu sagen. Natürlich würden wir alle lieber in einer Welt ohne Atomwaffen leben. Wer will das nicht? Vor knapp 7 Jahren hatten wir uns auch bereits in einem gemeinsamen Antrag von Union, SPD, damals noch FDP und Bündnis 90 Die Grünen auf eine entsprechende Forderung geeinigt. Aber wenn wir das so wollen, muss es nun mal im Bündnis abgestimmt sein und kann nur schrittweise erfolgen. Darüber hinaus muss das alles im Rahmen eines überarbeiteten strategischen Konzeptes der NATO und unter Einbeziehung aller, auch der russischen Atomwaffenpotenziale geschehen. Eine koordinierte Abrüstung, egal ob nuklear oder konventionell, kann ausschließlich im Rahmen des KSE-Vertrages erfolgen. Seit 2015 hat Putin de facto diesen Vertrag gekündigt. Erklären Sie mir doch bitte einmal, wie wir unter diesen sicherheitspolitischen Veränderungen zu einer koordinierten Abrüstung kommen können. Meine Damen und Herren, den Anträgen fehlen schlüssige Argumente und darüber hinaus eine sicherheitspolitische Grundlage. Nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis, dass die Welt sich verändert hat und sich somit auch unsere Außen- und Sicherheitspolitik den heutigen Gegebenheiten anpassen muss. Der Antrag Herr der Kollege Gerlich, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ich denke, der Kollege Neu wird eine Kurzintervention hinterher starten. Ich führe mal aus. Der Antrag der Linken und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Interventionen in Antipersonenminen und Streumunition zu verbieten, ist nun wahrlich auch nicht neu. Wir sind uns doch einig, dass Antipersonenminen und Streumunition zu den barbarischen konventionellen Waffen gehören. Und die Bundesregierung hat sich deshalb bereits klar zu einer weltweiten Ächtung von Streumunition bekannt. In diesem Sinne hat die Bundesrepublik Deutschland vom ersten Tag aktiv am Oslo-Prozess teilgenommen. Und der Staatsminister führte auch aus, dass wir den Vorsitz dort haben.
Das dort erzielte Übereinkommen verbietet Einsatz, Entwicklung, Herstellung, Erwerb, Lagerung, Zurückbehaltung und Weitergabe von Streumunition sowie jegliche Unterstützung anderer Staaten, die verbotene Tätigkeiten ausüben. Auch meine Fraktion möchte selbstverständlich die weitere Verbreitung von Streumunition unterbinden. Wir setzen auf das Prinzip Ächtung, Selbstverpflichtung und auf Transparenz. Der von Ihnen eingebrachte Antrag würde nach Ihrer Diktion ein bürokratisches Monstrum schaffen, welches unwirksam bleibt und uns weder dem Ziel einer gerechteren und schon gar nicht friedlicheren Welt näher bringt. Meine Damen und Herren, es wird Sie nicht überraschen, aber wir werden diese, ich nenne sie mal Show-Anträge in der letzten Sitzungswoche ablehnen. Aber wie gesagt, das wird Sie nicht überraschen. Lieber Wolfgang Gerke, persönlich Ihnen alles Gute und dann politisch demnächst mehr friedlichen Sachverstand. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat Inge Höger für die Fraktion Die Linke das Wort. Ach so, Entschuldigung, die Kurzintervention, ja, von dem Kollegen Neu. Geschätzter Kollege Gädeschens, zunächst mal vielen Dank dafür, dass Sie uns als einzige Opposition wirklich ernst nehmen. Ihre Rede hat sich ja sehr stark auf uns fokussiert als Linke. Also insofern nochmal vielen Dank. Ich möchte aber nochmal eine Wissenslücke bei Ihnen auffüllen. Und zwar der AKSE-Vertrag, den Sie gerade angesprochen haben, ist nicht ratifiziert worden von den NATO-Staaten, wohl aber von der Russischen Föderation, Weißrussland und Kasachstan. Nachdem nach vielen, vielen Jahren die NATO-Staaten sich weiterhin verweigert haben, den AKSE-Vertrag zu ratifizieren, hat Russland diesen Vertrag auf Eis gelegt. Das ist die ganze Wahrheit. Lieber Herr Kollege Neu, wenn Sie in die Verwirbelung der Vertragsgestaltung, wer wann interveniert hat, einsteigen, dann kann ich nur wiederholen, dass Putin seit 2015 sich aus einem Abrüstungskonzept verabschiedet hat. Und das macht es der NATO, das macht es allen Verhandlungspartnern ebenso schwer, überhaupt, sag ich mal, Schritte einzuleiten. Und wenn ein Land wie Russland sich völkerrechtswidrig verhält, wenn es ein Säbelrasseln gibt durch Manöver auf russischer Seite und wir reagieren, dann ist das eine Reaktion der friedlichen Welt, eines friedlichen Bündnisses mit gleichen Werten und Wertvorstellungen. Und das müssen Sie einfach akzeptieren, dass wir diese Werte dann auch sichtbar im Bündnis in der NATO verteidigen wollen. Ja, meine Damen und Herren, das war zum Ende der Rede. Jetzt noch mal eine Kurzintervention von Alexander Neu aus der Linksfraktion, die Antwort von Ingo Gedichens. Weiter geht es jetzt in der regulären Debatte zur Abrüstungspolitik. Inge Höger für die Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn ich mir die weltweiten Ausgaben für Rüstung und Militär und für Kriege anschaue, wenn ich mir das 2%-Ziel der NATO anschaue, wenn ich mir die Steigerung der Ausgaben der Bundesregierung fürs Militär anschaue, dann kann ich nicht erkennen, Herr Staatsminister Roth, dass Sie die Lehren aus Faschismus und Weltkriegen gezogen haben. Sie haben sie vergessen. Die Kriege in Syrien, in der Ukraine, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel, die NATO-Manöver und NATO-Hochrüstungspläne sind Teil einer gefährlichen Eskalationsspirale. Die Atomkriegsuhr in Genf symbolisiert die Gefahr eines Atomkriegs, und diese steht inzwischen auf 2,5 Minuten vor 12. Seit den 1950er Jahren wurde die Gefahr von den beteiligten Nobelpreisträgern noch nie so hoch eingeschätzt. Sie fordern deswegen, Zitat, kluge Politiker sollten sofort handeln und die Menschheit vom Abgrund wegführen. Wenn sie es nicht tun, müssen weise Bürgerinnen vorangehen und den Weg weisen. Genau diesem Rat sind die Regierungen von etwa 2/3 aller Länder weltweit gefolgt. Sie werden unterstützt von zahlreichen zivilgesellschaftlichen Friedenskräften. Ihnen gebührt unser Dank. In New York finden zurzeit historische Verhandlungen statt. Erstmals liegt ein Vertragsentwurf zur Ächtung von Atomwaffen vor. Der Nichtverbreitungspakt hat sich von einem anfänglich äußerst positiven Vertrag zu einer Bestandsgarantie für die Atomwaffenstaaten entwickelt.
Statt Abrüstung steht heute die Modernisierung der Atomwaffen auf der Tagesordnung. Auch in Büchel sollen neue Atombomben eingelagert werden. Die Atombomben müssen endlich aus Deutschland abgezogen und vernichtet werden. Alle, die Atomwaffen besitzen, sie lagern und ihren Einsatz üben, beteiligen sich an der Vorbereitung oder zumindest der Androhung eines Massenmordes. Das ist völkerrechtswidrig. Bei den entsprechenden Verhandlungen in New York ist ein Stuhl leer. Auf diesem Stuhl sollte ein Vertreter der deutschen Regierung sitzen. Die ganz überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland wünscht sich, dass ihre Regierung an den Verhandlungen teilnimmt. Lediglich 12% unterstützen die Verweigerungshaltung. Übrigens sind dabei sowohl Unions- als auch SPD-Wähler mit über 80% dabei. Nur unter den AfD-Wählerinnen und Wählern gibt es eine stärkere Gruppe, die nicht für Verhandlungen über ein Atomwaffenverbot ist. Da stellt sich die Frage, wem will das Außenministerium in diesen Verhandlungen folgen? Den Abgeordneten von SPD und CDU/CSU möchte ich an dieser Stelle empfehlen, es ihren Kollegen und Kolleginnen aus dem Europaparlament gleich zu tun. Unterstützen Sie unseren Antrag und stimmen Sie für eine deutsche Beteiligung an den Verhandlungen. Folgen Sie Ihrem Gewissen bei der Frage, Ehe für alle, gelingt es ja auch, Fraktionsgrenzen zu überwinden. Warum sollte das bei einer Frage, die das Überleben des gesamten Planeten angeht, nicht gehen? Auch wenn die letzte Verhandlungsrunde bereits läuft, es ist noch nicht zu spät, beim Abschluss am 7. Juli mit dabei zu sein für ein Verbot von Atomwaffen. Ich werde in Zukunft nicht mehr in diesem Parlament, sondern außerparlamentarisch mich weiterhin für ein Verbot von Atomwaffen, für Frieden und soziale Gerechtigkeit, für eine friedliche und bessere Welt einsetzen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass in diesem Parlament Rüstungslobbyisten und Industrielobbyisten so viel zu sagen haben. Soweit Inge Höger für die Linksfraktion, deren Sprecherin für Abrüstungspolitik. Sie ist nächste Rednerin jetzt. Gute Fink-Krämer für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oben auf den Tribünen. Wir reden heute nicht nur über die 5 Anträge der Oppositionsparteien, sondern wir reden auch, und das freut mich sehr, über die 3 Jahresabrüstungsberichte 2014, 2015 und 2016, die wir bisher nur im Unterausschuss Abrüstung diskutiert hatten. Und in diesen 3 Jahresabrüstungsberichten steht durchaus drin, was in den letzten 3 Jahren alles für Abrüstung und Rüstungskontrolle getan wurde. Und ich möchte, da die Kollegen aus dem Verteidigungsausschuss zum Teil auch hier sind, darauf hinweisen, dass wir in Deutschland etwas ganz Spezielles haben, nämlich das Zentrum für Verifikation der Bundeswehr, was unbeirrt trotz international wachsender Spannungen die Verpflichtungen, die wir aus Verträgen wie dem Vertrag über den offenen Himmel, aus dem Wiener Dokument und so weiter haben, für vertrauensbildende Maßnahmen, für Inspektionen und so weiter, fachlich hochkompetent ausüben. Und dafür können wir froh und dankbar sein, dass wir ein solches Zentrum, ich weiß gar nicht wie lange, haben, ich glaube seit ungefähr 25 Jahren. Das ist eins der Themen, die weiterhin gut abgedeckt sind. Wir haben in diesen knappen 4 Jahren auch einen Vertrag, der heute noch nicht diskutiert wurde, in Kraft setzen können, nämlich den Arms Trade Treaty, also den Vertrag über die Kontrolle von Im- und Exporten konventioneller Waffensysteme. Auch das ist etwas, was zu Transparenz führt, was zu Kontrollmöglichkeiten führt, die man bisher nicht hatte. Und auch dieser Vertrag ist etwas, was die Bundesregierung sehr unterstützt hat. Und auch darüber können und sollen wir uns freuen, jetzt am Ende dieser Legislaturperiode. Wir wissen, dass es auch altgediente Abrüstungsverträge gibt, auf die wir nicht verzichten können und wollen. Und ich möchte einen davon ansprechen, den INF, den Vertrag über landgestützte Mittelstreckenraketen in Europa, für den etliche von uns, die wir hier sitzen, intensiv demonstriert haben, der 1987 nach Installation der Pershing II Cruise Missile
abgeschlossen wurde, was dann 1990 dazu geführt hatte, dass diese Waffensysteme, die das Risiko eines Atomkriegs aus Versehen drastisch erhöht haben, aus Deutschland wieder abgezogen werden konnten. Dieser Vertrag ist im Augenblick in Gefahr, und ich bin froh, dass das Auswärtige Amt alles tut in seinen diplomatischen Kanälen, um den Fortbestand dieses wichtigen Abrüstungsvertrags zu unterstützen. Es gibt noch einen weiteren Vertrag, wo Deutschland sich ganz eindeutig engagiert hat in den letzten Jahren. Das ist das nukleare Teststoppabkommen. Der einmalige Fall von einem Vertrag, der noch nicht in Kraft ist, der aber trotzdem schon Wirkung zeigt, weil die Überprüfungsorganisation, die CTBTO, schon arbeitet und zum Beispiel dazu führt, dass wir genau wissen, ob Nordkorea Atomwaffentests macht oder nicht. Und auch die Unterstützung der Bundesregierung für diesen Vertrag ist eindeutig und ist etwas, was in dieser Legislaturperiode weiterging und wo wir eine wichtige Rolle spielen international. Insofern wünsche ich den drei Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in dieser wichtigen Debatte über Abrüstung ihre letzte Rede hier im Bundestag gehalten haben, alles Gute, freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Ich selber gehöre zu denen, die darauf hoffen können, dem nächsten Bundestag wieder anzugehören. Und insofern hoffe ich, dass wir in der nächsten Legislaturperiode auf das aufbauen können, was wir in dieser Legislaturperiode abrüstungs- und rüstungskontrollpolitisch geleistet haben, trotz eines schwierigen internationalen Umfelds. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ute Fink-Krämer war das für die SPD-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Egon Jüttner, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich halte heute meine letzte Rede im Deutschen Bundestag, weil ich nicht mehr für den Bundestag kandidiere. Ich möchte mich deshalb von dieser Stelle aus bei allen derzeitigen und ehemaligen Abgeordneten für die gute Zusammenarbeit und für ihre Kollegialität und bei meinen Mitarbeitern für deren Unterstützung bedanken. Einen besonders herzlichen Dank übermittle ich allen Bürgerinnen und Bürgern meiner Stadt, die mich seit 1990, bin damals zum ersten Mal in den Bundestag gekommen, bei meiner politischen Arbeit in Mannheim, Bonn und Berlin unterstützt haben. Es ist mir ein großes Anliegen, die Mannheimerinnen und Mannheimer von hier aus wissen zu lassen, dass ich mich auch künftig als Mannheimer Stadtrat seit 1984 für ihre Interessen und Anliegen einsetzen werde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, uns liegen mehrere Anträge der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen zur Abstimmung vor, die Abrüstung und eine atomwaffenfreie Welt fordern. Diese Ziele sind ehrbar und richtig. Im Prinzip unterstützt sie jeder vernünftige Mensch. Doch leider entsprechen sie nicht der sicherheitspolitischen Realität. Beinahe täglich erreichen uns Nachrichten von der koreanischen Halbinsel, die uns mit Sorge erfüllen. Beinahe täglich müssen wir erfahren, dass Russland den Luftraum seiner Nachbarländer verletzt. Die Situation in der Ostukraine kann man wohl kaum als zufriedenstellend bezeichnen. Und die Okkupation der Krim-Halbinsel kann von demokratischen Staaten nicht hingenommen werden. In Syrien setzt ein Diktator Chemiewaffen ein. Und eine Reihe von Staaten in Afrika haben große Probleme, islamistischen Terrorgruppen Einhalt zu gebieten. Und trotz dieses sicherheitspolitischen Szenarios wird in einem Antrag der Opposition die Forderung erhoben, ich zitiere, jegliche Exporte von deutschen Rüstungsgütern inklusive Kleinwaffen in die Länder außerhalb Europas sofort zu verbieten. Ich frage mich ernsthaft, sollen wir also nicht mehr die Armee in Mali mit Gerät unterstützen, um den Vormarsch islamistischer Kräfte zu stoppen? Sollen wir also nicht mehr die Peschmerga unterstützen, die Todesschwadronen des IS im Norden des Irak aufzuhalten? Sollen wir also nicht mehr Südkorea unterstützen, wehrhaft gegenüber dem Nachbarn im Norden zu sein?
sollen wir Israel hilflos den Aggressionen der Hamas aussetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Ihrem Antrag sprechen Sie sich auch für ein völkerrechtlich verbindliches Verbot von bewaffneten Drohnen aus. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss, dass führende Köpfe des IS und anderer Terroreinheiten nicht mehr ausgeschaltet werden könnten, ohne dass es zu Verlusten bei der Zivilbevölkerung kommt. Die Frage, die sich bei all diesen Forderungen zwingend aufdrängt, ist, welche Mittel und Maßnahmen denn überhaupt angewandt werden sollten, um Frieden, Sicherheit und Stabilität zu erreichen. Ihrem Antrag ist zu entnehmen, dass Sie Rüstungsbegrenzung und internationale Verträge als Mittel betrachten, Angriffskriege unmöglich zu machen. Das würde ich mir natürlich auch wünschen. Die Erfahrungen der Vergangenheit aber zeigen, dass Verträge mit Despoten, die unter Eroberungsabsichten handeln, weder das Papier noch die Tinte wert sind. Und wie man internationale Verträge mit Terrorgruppen wie dem IS schließen soll, ist mir ein Rätsel. Im Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 18-12799, wird die Forderung erhoben, die Stationierung von Bundeswehreinheiten an den Westgrenzen Russlands sofort zu beenden. Und eine weitere Forderung ist, dass sich Deutschland nicht weiter an militärischen Manövern an den Grenzen Russlands beteiligen soll. Schließlich wird noch beantragt, dass Deutschland seine weitere Mitarbeit am Raketenschirm in Osteuropa einstellen und sich für ein atomwaffenfreies Mitteleuropa einsetzen soll, um Vertrauen zu Russland zu bilden. Wenn man diesen Antrag liest, dann könnte man meinen, Russland sei eine atomwaffenfreie Zone. Glaubhafter wäre doch die Forderung, dass gerade Russland als Atommacht sich militärisch zurückhalten und Moskau nicht permanent den Luftraum anderer Staaten verletzen sollte. Dabei wäre doch gerade dies ein wichtiger Schritt zur Deeskalation und zur Entspannung. Ich kann auch kein Wort der Kritik am russischen Eroberungsfeldzug finden, der in Südossetien und Abchasien begann, sich über die Krim erstreckte und gerade jetzt in der Ostukraine Station macht. Meine Damen und Herren, ich bin kein Verfechter von Atomwaffen und bin dagegen, dass Deutschland Atomwaffen anschafft. Deutschland hat das Übereinkommen zum Verbot von Antipersonenminen und das Übereinkommen zum Verbot von Streumunition ratifiziert. Wir rüsten auch nicht auf, sondern passen unsere Streitkräfte lediglich der veränderten sicherheitspolitischen Lage an. Es müssen Jahrzehnte zurückreichende Versäumnisse bei der Beschaffung von militärischem Material und Gerät ausgeglichen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich würde mir wünschen, die Zeichen stünden auf Abrüstung. Leider ist das aber nicht die Realität. Hätten Sie mir im Wendejahr 1990, in dem ich zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, gesagt, dass ich mich 27 Jahre später mit Fragen der Abrüstung beschäftigte, wie Sie sie formulieren, ich hätte es Ihnen nicht geglaubt. Heute ist die sicherheitspolitische Lage eine gänzlich andere als damals, und sie ist anders als die, die in den vorliegenden Anträgen zum Ausdruck kommt. Wir können deshalb diesen Anträgen nicht zustimmen. Ich danke Ihnen. Egon Jüttner war das für die Unionsfraktion. Seine Begründung, warum seine Fraktion diesen Anträgen aus der Opposition nicht zustimmen wird. Jetzt bekommt er hier noch Abschiedsworte von Vizepräsident Singhammer. Die Sie dem Deutschen Bundestag angehört haben. Ich möchte Ihnen dafür und für Ihren Einsatz für Deutschland herzlich danken. Ja, Abschiedsworte von Vizepräsident Singhammer, Gratulation von Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion. Das war also die letzte Rede von Egon Jüttner, der 6 Legislaturperioden dem Parlament angehört hat. Weiter geht es mit Karl-Heinz Brunner für die SPD. Er ist abrüstungspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Für die Zusammenarbeit, die gute Zusammenarbeit und das kollegiale Miteinander bei allen politischen Unterschieden, die wir so hatten, mit dir, lieber Robert, sehr geehrter lieber Kollege Hochbaum, mit dem Kollegen Gerke, mit Professor Jüttner und Ihnen, Frau Höger. Aber
Das Dankeschön sagen für die zurückgegangene Legislaturperiode führt uns ja heute in diesem Hohen Hause nicht zusammen, sondern die Anträge, die Grüne und Linke gestellt haben. Und deshalb möchte ich ein bisschen an der zu Ende gehenden Legislaturperiode über den Begriff mit Ihnen oder zu Ihnen sprechen, der diese Legislatur immer wieder so ganz deutlich beeinflusst hat, nämlich den Begriff mehr Verantwortung. Denn dieses Thema hat sich wie ein roter Faden seit dem Frühjahr 2014 zumindest über die Ukraine-Krise, den Konflikt in Syrien bis zu den Wahlen von Donald Trump, der Entscheidung des Brexit in Großbritannien, UK, bis zur Wahl von Emmanuel Macron in Frankreich immer wieder gezogen und ist Teil unserer Diskussion geworden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist Verantwortung? Für den einen bedeutet Verantwortung mehr Auslandseinsätze, für den anderen mehr Ausgaben im Militär, für den dritten wieder ein Zurückziehen auf sich selbst, nationale Interessen und Abschottung von internationalen Bündnissen. Verantwortung in der Welt zu übernehmen, das hat Deutschland bereits getan, das macht Deutschland und natürlich muss sich diese Verantwortlichkeit nun weiterentwickeln, wenn alte Bündnisse nicht mehr so ganz sicher sind oder nicht mehr so ganz sicher erscheinen wie einst. Und auch dann, wenn sich internationale Beziehungen weiterentwickeln, wenn wir als Europa mehr denn je auf gemeinsames Handeln angewiesen sind, dann muss diese Verantwortung Deutschland übernehmen. Internationale Verantwortung, mehr denn je muss sie aber ohne Wenn und Aber mit der Forderung nach mehr Abrüstung verbinden. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Regierungskoalition hat dies ja gezeigt, dass es geht. Bald steht wieder ein Flugzeug zur Verfügung, mit dem wir unseren Verpflichtungen, der Kollege Hochbaum hat es gesagt, des Vertrags Open Sky über den offenen Himmel nachkommen können. Es ist wichtig wie nie, diesen vertrauensstiftenden Vertrag zwischen der Russischen Föderation und uns mit Leben zu erfüllen. Auch hat Frank-Walter Steinmeier als Außenminister nunmehr gefolgt von Sigmar Gabriel und vertreten heute durch Staatsminister Michael Roth in ihrer Zeit als Außenminister und Staatsminister im vergangenen August eine neue Debatte zur Abrüstung in Europa, gerade im Hinblick mit Russland, in Gang gebracht. Und mit den Schlusserklärungen zur OSZE-Präsidentschaft ein solides Fundament für Abrüstung in Europa geschaffen. Doch es wäre vielmehr möglich und nötig, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, da muss ich jetzt ein bisschen zu Ihnen schauen, ein paar Themen noch intensiver zu behandeln. Beispielsweise das Thema Ächtung extralegaler Tötungen, eine Verurteilung dieser perversen Praktik der Entgrenzung von Kriegen. Wir hätten sie in diesem Parlament ganz offiziell ächten können, so wie es im Koalitionsvertrag steht. Aber ein von uns Abrüstungspolitikern in der SPD ausgearbeitetes Papier ist verschwunden in den Büros und E-Mail-Postfächern der Union. Zweitens, alle Versuche, Regeln für die Rüstung im Weltall zu schaffen. Auch da geht nichts voran. Da ist man behäbig, da versucht man bei Ihnen, aller Entscheidung aus dem Wege zu gehen. Schade, denn wir sind uns im Grunde doch darüber einig, dass mehr Sicherheit nur zu erreichen ist, wenn wir gerade in den neuen Methoden der Kriegsführung rechtzeitig diese politisch begleiten, rechtzeitig sie in enge Bahnen lenken, rechtzeitig dafür Sorge tragen, dass wir mit ihnen Völkerrecht einhalten, ja, Völkerrecht nicht umgangen wird. Und ich bin mir sicher, meine Kolleginnen und Kollegen, internationale Verantwortung ist für ein Land wie unseres nicht zuletzt aufgrund seiner geschichtlichen Erfahrung ein essentieller Auftrag. Herr Kollege Brunner, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Buchholz? Gerne. Vielen Dank, Kollege Brunner. Und ich teile absolut Ihre Auffassung, was beispielsweise die Ächtung von extralegalen Tötungen angeht. Und ich nehme auch zur Kenntnis, dass die Große Koalition, die ja gestern im Verteidigungsausschuss mit einem seiner wichtigsten Projekte, nämlich die Heron-TP-Kampfdrohne zu beschließen, gescheitert ist. Der Punkt wurde ja abgesetzt. Ich wollte Sie allerdings fragen, und ich weiß auch, dass die SPD anders als bisher in dieser Legislatur dort kritische
kritischere Fragen zum Thema Kampfdrohnen gestellt hat. Was meine Frage an Sie jetzt ist, warum Sie gestern nicht die Chance genutzt haben, mit Grünen und uns gemeinsam tatsächlich diese Vorlage zu Fall zu bringen und damit sozusagen die Heron-TP-Drohne zu Fall zu bringen. Wir hätten tatsächlich im Ausschuss da eine Mehrheit gehabt. Und sind Sie bereit, mit uns auch in der nächsten Legislatur den Haushaltstitel für eine Kampfdrohne, zum einen diese Übergangslösung Heron-TP, aber auch die europäische Kampfdrohne aus dem Haushalt mit rauszunehmen? Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn wir tatsächlich zur Ächtung von Kampfdrohnen kommen wollen, dass auch Deutschland keinen Schritt in diese Richtung weitergeht. Verehrte Kollegin Buchholz, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass wir, solange wir mit unserem Koalitionspartner einen Koalitionsvertrag haben und gut verhandeln können und in guten Gesprächen sind, mit Ihnen gemeinsam einen Antrag zu Fall bringen werden. Und über die Zukunft zu spekulieren, möchte ich an der heutigen Stelle nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich aber zurückkommen auf die Sicherheitslage in vielen Teilen dieser Welt, welche kritisch ist, welche neben den Konflikten, die uns seit einigen Jahren beschäftigen, nicht nur die militärische Gewalt, sondern sonstige Gefahren aufzeigt. Wir wissen, dass diese Konflikte uns immer wieder mit Fragen konfrontieren. Wir wissen, wo welche Waffen zur Verfügung stehen. Und wir wissen, wann und welche diese eingesetzt und verwendet werden können. Dafür zu sorgen, dass das uns zur Verfügung stehende Arsenal so weit eingeschränkt ist wie möglich. Und dafür zu sorgen, dass deren Nutzung, so sie nicht zu verhindern ist und war, klar geregelt und beschränkt ist, das muss immer unsere Aufgabe sein. Das ist die Verantwortung für Deutschland, das ist die Verantwortung in der Welt, das ist die Verantwortung, die ich will. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, denn ich will die Ächtung extralegaler Tötungen, ich will die Einbindung Deutschlands in die Verhandlungen zu einem Atomwaffenbann, ich will eine neue europäische Abrüstungsinitiative, aber ich will, und da bin ich mir sicher, dies in Gesprächen, in Verhandlungen und in einem fairen Umgang. Denn die Welt wartet nicht auf uns. Die Verantwortung müssen wir schon selbst in die Hand nehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Karl-Heinz Brunner war das von der SPD-Fraktion, zwischendurch gefordert durch eine Zwischenfrage von Christine Buchholz aus der Linken, die er aber kurz beschieden hat. Weiter geht es mit Peter Bayer, CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss vorweg einmal zu sagen, ich persönlich kenne niemanden, der sich für eine Aufrüstung mit Leib und Seele ausspricht. Die Aufgabe eines jeden verantwortungsvoll handelnden und denkenden Politikers, die wir alle hier in dem Raum, denke ich, vorhanden sind, ist es doch, internationale Krisen friedlich beizulegen, sich zumindest darum zu bemühen und sich dafür einzusetzen. Allein, wir müssen eingestehen, wir waren in der Sache auch schon mal ein Stück weiter gewesen. Einst überwunden, geglaubte Bedrohungsszenarien erscheinen plötzlich doch wieder real. In Russland wird offen und unverblümt von höchster Stelle aus von einem Großreich wie aus vermeintlich besseren Zeiten schwadroniert. Und leider bleibt es alleine bei den Worten dort nicht. Sonst ist es ja immer gut, wenn auch Worten Taten folgen. In diesem Fall ist es es nicht. Denn ich erwähne nur die bereits in die Debatte eingebrachte völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die Unterstützung durch Russland der Separatisten im Osten der Ukraine. Und Kollege Professor Jüttner hat Südossetien und andere Bereiche angeführt. Etwas, was sicherlich nicht im Sinne einer Abrüstungsstrategie zu verstehen ist. Und darüber hinaus ist auch zu nennen, das gehört auch in den Bereich, die Einmischung in Wahlkämpfe in westlichen Staaten, in den USA, in Frankreich. Und auch bei uns gibt es ganz klare Indizien dafür, dass dieses hier geschieht und geschehen wird. Meine Damen und Herren, die Aufrüstung in Russland, und das ist Fakt, wird sehr massiv vollzogen. Das Raketenarsenal wird modernisiert. Und hier werden ungeheure Summen in den militärischen Sektor investiert. Und auch wenn die Kollegen jetzt wieder von der linken Seite des Parlaments nervös zwischenrufen, sie wollen uns immer gerne glauben machen, dass alles Übel der Welt von der anderen Seite des Atlantiks, von den Freunden in den USA ausgeht. Das zeugt eher von einem erschreckenden, nicht persönlich zumindest erschreckenden und zutiefst verwurzelten Anti-Amerikanismus auf der linken Seite des Parlaments. Fragen Sie doch einmal die Menschen in der Ukraine, fragen Sie die Menschen in den baltischen Staaten, woher die Bedrohung kommt.
Die Kollegin Elisabeth Motschmann, die für diese Region hier bei uns Berichterstatterin und sich bestens dort auskennt, redet auch viel mit den Menschen. Ich empfehle Sie, tun Sie das auch einmal. Dann werden Sie wissen, woher die Bedrohung dort kommt. Meine Damen und Herren, wir Deutsche kannten das Gefühl jahrzehntelang sehr gut, als wir selbst uns am östlichsten Rand der demokratischen Welt befanden. Uns jetzt in Sicherheit zu wiegen, weil wir uns nach 70 Jahren europäischen Friedens in der Mitte Europas befinden, wäre trügerisch, kurzsichtig und letztlich dann auch falsch. Die NATO ist für viele unserer östlichen Nachbarn der wichtigste Garant der eigenen staatlichen Souveränität. Und ich empfehle Ihnen die Lektüre des Berichts der Bundesregierung zum Stand der Bemühungen über Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale, kurz den Abrüstungsbericht. Er wird sehr detailliert, hier höre ich schon gähnen, wahrscheinlich hat es sich ermüdet, die Lektüre, aber vielleicht legen Sie das doch etwas mal mit etwas mehr Spannung da rein und lesen Sie sich noch einmal durch. Dort wird sehr detailliert mit den Herausforderungen auf dem Weg hin zu einer friedlicheren Welt umgegangen. Da finden wir ausführliche Berichte über die nukleare Abrüstung, das Verbot chemischer Waffen, Kleinwaffenkontrolle, Cybersicherheit spielt immer mehr eine Rolle. Projekte zu Minen- und Kampfmittelräumen finden sich dort auch. Und die Ausführlichkeit dieses Berichts zeigt doch, die Welt ist nicht so einfach gestrickt, wie es manche uns glauben zu machen versuchen. Wer ernsthaft eine friedlichere Welt möchte, der darf nicht die Augen schließen und denken, dass, wenn man nur selbst die Gefahren und damit die Realität ausblendet und ignoriert, diese im Gegenzug einen selbst in Ruhe lässt. Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Und ich möchte ein Beispiel anführen, welches in diesem Zusammenhang unsere geschätzte Frau Bundeskanzlerin in ihrem Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten der USA, Barack Obama, auf dem Kirchentag gebracht hat. Und das bezieht sich auf das Volk der Jesiden im Irak. Hätten nicht die US-Amerikaner gemeinsam mit den Kurden seinerzeit eingegriffen, und zwar militärisch wie humanitär, wäre ein ganzes Volk von den Schergen des IS vernichtet worden, meine Damen und Herren. Die Sprüche, die ich jetzt hier schon wieder höre von der linken Seite des Parlaments, wie alle Soldaten nach Hause schicken, alle Waffen vernichten, sind natürlich bloße Plattitüden, die uns eine einfache, Welt suggerieren wollen. Denkt man sie indes weiter, so bedeuten sie auch ein Wegsehen und, was viel schlimmer ist, unterlassene Hilfeleistung. Das ist eine bittere Erkenntnis, die Sie sich entgegenhalten lassen müssen. Nicht nur in weiter Ferne lassen sich beunruhigende Entwicklungen beobachten, auch die als etabliert gegoltene Friedensstruktur in Europa gerät ein Stück weit zunehmend ins Wanken. Wir müssen ein wachsames Auge auf den westlichen Balkan werfen, denn dort ist nicht ganz auszuschließen, wenn man die Entwicklung sich anschaut, dass wir uns einer Situation, wie wir sie in den 90er Jahren hatten, wieder nähern. Rüstungskontrolle, meine Damen und Herren, hat immer zum Ziel, mehr Stabilität, Berechenbarkeit und Transparenz zu liefern. Zieht man sich überall zurück, verliert man den Einblick in die verschiedenen Systeme und schließlich den Überblick über die Zusammenhänge. Nun zur nuklearen Abrüstung noch. Dass es zu keiner neuen Rüstungsspirale bei den Nuklearwaffen kommt, ist ureigenes Interesse und Anspruch aller Europäer und auch der Menschen in der Welt. Darum wirkt die Bundesregierung ja auch darauf hin, die bestehenden Regime in den Verträgen, die auch hier schon in die Debatte eingebracht worden waren, zu erneuern und zu vertiefen. Das Ziel, eine kernwaffenfreie Welt zu erreichen, bleibt dabei das oberste Gebot. Und die Ehrlichkeit gebietet aber auch zu sagen, dass wir das nicht morgen schon erreichen werden. Wir können aber, so wie es die Bundeskanzlerin und die Regierung regelmäßig tut, unsere Verbündeten und Freunde an deren Verantwortung erinnern und gleichzeitig darauf hinwirken, dieses Ziel in der Zukunft auch zu erreichen. Sorgen bereitet mir die Entwicklung um das Nuklearabkommen mit dem Iran. Es hat bisher erfolgreich dazu beigetragen, dass es zu einer Entspannung im Nahen Osten und mit dem Iran gekommen ist. Deutschland ist Teil der Joint Commission, die die Einhaltung dieses Abkommens überwacht. Und wir sehen auch hier, dass ein Mitreden immer besser ist als ein sich selbst ins Abseits stellen. Wie wichtig es ist, dass dieser richtige Weg weitergeführt wird, das müssen wir als ehrliche Verbündete und Freunde der USA nun der neuen Administration, das möchte ich auch nicht verschweigen, in Amerika verdeutlichen.
Denn eines ist das Abkommen mit dem Iran sicherlich nicht, und ich zitiere den amerikanischen Präsidenten, die schlechteste Vereinbarung, die je getroffen wurde. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Abrüstung, Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle nehmen einen hohen Stellenwert in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ein. Und das völlig zu Recht. Gemeinsam mit unseren Verbündeten bleiben wir in all den unterschiedlichen Formaten, die sich der Abrüstung widmen, beteiligt, um auf eine friedlichere Welt hinzuwirken. Manchmal braucht es dazu einen unseren langen Atem, um das Richtige zu erreichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Peter Bayer war das, meine Damen und Herren, von der CDU-CSU-Fraktion. Manchmal brauche es einen langen Atem in der Abrüstungspolitik, hat er gesagt. Ja, wir haben hier über eine Reihe von Anträgen debattiert, insgesamt 5 Stück. Zusätzlich über eine Unterrichtung der Bundesregierung zum Stand der Dinge bei der Rüstungskontrolle und Abrüstung. Jetzt haben wir eine strittige Frage zunächst, ob überhaupt abgestimmt wird über mehrere dieser Anträge. Üblich ist es, dass Anträge, die hier in erster Lesung beraten werden, in die Ausschüsse überwiesen werden. Allerdings, die Legislaturperiode geht zu Ende. Die Ausschüsse werden über diese Anträge nicht mehr debattieren. Insofern hat die Linke, die die Anträge gestellt hat, verlangt, die Anträge in der Sache abzustimmen. Damit ist sie aber gerade gescheitert. Unterstützung bekam die Linke von den Grünen, aber die Große Koalition möchte keine Abstimmung in der Sache. Insofern also Überweisung in Ausschüsse, die aber nicht mehr beraten werden. 12799, 12800 und 12898 nicht. 2 weitere Anträge werden jetzt direkt abgestimmt. Das eine ist ein Antrag von beiden Oppositionsfraktionen, von den Linken und von den Grünen, mit dem Titel Verhandlungen über einen Atomwaffenverbotsvertrag aktiv unterstützen. Und der zweite ist dann ein Antrag wiederum aus der Fraktion Die Linke, der heißt Atomwaffen aus Deutschland abziehen und Neustationierung stoppen. Das sind natürlich, da Deutschland ja keine Atommacht ist, die Atomwaffen ausländischer Mächte, ganz besonders der Vereinigten Staaten, abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung des Ausschusses? Den bitte ich um ein Handzeichen. Wer stimmt dagegen? So, das war der erste Antrag der Opposition gemeinsam, der hier abgelehnt wurde. Schon die Entschlussempfehlung des Ausschusses war negativ. Die fand hier Zustimmung. Man muss also gewissermaßen das immer umdrehen. Eine Zustimmung hier heißt eine Ablehnung des Antrages. Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Atomwaffen aus Deutschland abziehen und Neustationierung stoppen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 12.420 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 6808 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? Den bitte ich um ein Handzeichen. Das ist noch einmal die Große Koalition, die hier den Antrag der Linksfraktion ablehnt. Also die Opposition ist im Großen und Ganzen mit ihren Versuchen hier gescheitert. Nicht das erste Mal in dieser Legislatur, vorsichtig ausgedrückt. Die Mehrheit der Großen Koalition ist doch nach wie vor erdrückend.